Agnieszka Brugger für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man 7 Jahre zurückdenkt, als der Südsudan als Staat gegründet wurde, war das von unheimlich viel Euphorie und Hoffnung begleitet, dass das Leid für die Menschen dort aufhören könnte. Angesichts der 5 Jahre eines brutalen und blutigen Bürgerkrieges im Land selbst kommen einem die damaligen Hoffnungen wirklich sehr naiv vor. Dieser Bürgerkrieg, der hatte zur Folge, dass Zehntausende ihr Leben verloren haben, dass mittlerweile 4 Millionen Menschen, das muss man sich mal vorstellen, 1/3 der Bevölkerung auf der Flucht ist und dass es der Südsudan heute das Land ist, in dem es die meisten Kindersoldaten auf der Welt gibt. Ja, es ist richtig. Die Vereinten Nationen, die konnten in diesen grauenhaften 5 Jahren immer nur im allerbesten Fall das Allerschlimmste verhindern und nicht alles, was schlimm war. Aber seit Jahren warte ich bei den Reden der Linkspartei darauf, dass sie uns mal erklären, wenn sie hier stehen und sagen, es gibt Vergewaltigung, es gibt Menschen, die ermordet werden, was eigentlich ihre Antwort ist. Weil wenn man in ihrer Logik folgt, dann sind es zu wenig Soldatinnen und Soldaten, dann ist das Mandat nicht robust genug, dann passt das aber überhaupt nicht zu dem, was Sie hier immer vortragen. Und dass die Vereinten Nationen ihre Ziele dort nicht erreichen können, das liegt nicht an den Menschen, die sich dort trotz aller Grausamkeit immer wieder engagieren, an den internationalen Helferinnen und Helfern, an den Polizeikräften und an den Menschen, auch die Teil der Friedensmission sind, an den Soldatinnen und Soldaten. Hilfe und Mitmenschlichkeit, sie werden von den Kriegsparteien oft systematisch unter Feuer genommen. Allein im letzten Jahr sind 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet worden. Und unser Dank, unsere Anerkennung und unser Respekt gilt all denen, die unter diesen schlimmen Bedingungen eben nicht aufgeben und mutig ihre Arbeit leisten. Dass die Vereinten Nationen aber immer nur das Allerschlimmste verhindern können, das hat etwas damit zu tun, dass die internationale Gemeinschaft bei weitem eben nicht genug tut, und das gilt es endlich zu ändern. So zeigt uns die Lektüre des letzten Berichts der VN-Menschenrechtskommission im Südsudan schmerzhaft anhand von sehr konkreten Zeugenaussagen, wie grausam und rücksichtslos alle Kriegsparteien mit Gewalt und Brutalität immer wieder versuchen, ihren Profit und Einfluss zu erhöhen. Und es ist nicht so, dass wir nicht wissen, wer diese Befehle für Mord, für Plünderung, für Vergewaltigung, Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen gibt. Und deshalb muss die internationale Gemeinschaft jetzt wirklich dafür sorgen, dass dieses Sondertribunal für den Südsudan eingerichtet wird, dass man das unterstützt mit Beratung, mit Finanzen. Ich bin auch sehr froh, Herr Staatsminister, dass Sie dieses Thema heute hier angesprochen haben. Zur Glaubwürdigkeit gehört aber auch dazu, dass man die Vorwürfe gegen die internationalen Polizeikräfte, denen sexuelle Ausbeutung vorgeworfen wird, im Rahmen dieser Mission wirklich lückenlos aufklärt und dass man hier auch eine Nulltoleranzpolitik an dieser Stelle fährt. Und auch wenn es im Rahmen von Unmiss zu Verfehlungen und Fehlern in den letzten Jahren immer wieder gekommen ist, muss man doch einfach feststellen, dass nach wie vor 200.000 Menschen Schutz und Zuflucht in den UN-Camps gefunden haben und ein großer Teil des Personals mit ihrem Schutz betraut ist. Und hier sind wir aber beim nächsten Beispiel dafür, dass eben nicht genug getan wird. Ich erinnere mich an Besucher von den Vereinten Nationen, unterschiedliche Fraktionen, die hier mit uns oder mit denen wir gemeinsam in New York waren. Und da hören wir übrigens immer wieder, dass die Bundesregierung offensichtlich in New York erzählt, dass der Bundestag nicht bereit wäre, solche Missionen stärker zu unterstützen. Wenn ich an unsere alle jahrelangen Debatten zurückdenke, gibt es hier eigentlich eine sehr große Einigkeit bis in die Opposition hinein, zu sagen, die Mandatsobergrenze mit 50 Soldatinnen und Soldaten, die ja nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft wird, die ist zu niedrig. Wir wären bereit, hier im Südsudan mehr zu tun. Und da kann ich an die Regierung nur appellieren, nehmen Sie dieses Angebot auch endlich ein, dass man die sich hier stärker engagiert. Aktuell betteln die Vereinten Nationen bei ihren Mitgliedstaaten wieder einmal wie jedes Jahr um mehr Gelder für die humanitäre Hilfe. Und hier darf man doch nicht weiter knausern und geizen. Denn während die zivile Hilfe immer wieder die Menschen im Südsudan nicht erreicht, geht der Zustrom an Waffen immer weiter. Und dann muss man auch alle Staaten, die bei den Vereinten Nationen das Waffenembargo gegen den Südsudan verhindern, mit aller Schärfe kritisieren.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Friedensmission der Vereinten Nationen und die Menschen im Südsudan, die haben nur eine Chance, wenn die internationale Gemeinschaft sich stärker engagiert und mehr Druck auf die Kriegspartei ausübt, von der Verfolgung der Verbrechen bis hin zu einem weltweiten Waffenembargo. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Agnieszka Brugger. Nächste Rednerin in der Debatte, Michaela Noll.